Wir cruisen in dem Lobby und wir crushen deine Party. Ja, und du hast nichts zu sagen, so viel Alkohol im Magen. Ich kenn meinen eigenen Text nicht, Digga. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wundervolle und extravagante neue Video. Ich habe wirklich heute nichts gemacht, außer seit 7 Uhr morgens, wir haben jetzt 17.16 Uhr, seit 7 Uhr morgens sitze ich nur an meinem PC. Bruder, mein Kopf ist durch. Aber herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, wir cruisen in Murari. Guess which sister paints and which sister has Down Syndrome. Okay, Alter, Quiz gut. Lass mich raten, die zweite malt, oder? Ah, wisst ihr, YouTube? YouTube ist so eine richtig geile Plattform. Nee, wirklich, ich mag YouTube. YouTube finanziert mir mein Leben. YouTube finanziert mir, ja, eigentlich mein Leben, Digga. YouTube finanziert mir alles. Und YouTube ist eigentlich wirklich schon geil. Aber eine Sache, die ich bei YouTube absolut nicht verstehe, ist dieses komische System. Bruder, dieses System. Guck mal, bei YouTube können Videos entweder grün, gelb oder rot sein. Wenn grün, Bro, du bist reich, Dubai scheich, keine Ahnung. Wenn gelb, du hast verkackt. Wenn rot, du kannst zwar mit dem Video Geld verdienen, aber jemand anders kriegt halt das Geld. Und versteht mich nicht falsch, wenn ein Video rot ist, dann verstehe ich das auf jeden Fall, weil dann benutzt du urheberrechtlich geschütztes Videomaterial oder Musikmaterial. Aber eine Sache, die ich bei YouTube nicht verstehe, ich habe dieses Fortnite-Video geschnitten. Und ich habe 8 Sekunden von dieses Skrillex Bangarang drin. Das hier. Es war 8 Sekunden drin und dieses Video wurde geclaimed. Bruder, dieses Video geht 8 Minuten, Digga. Und YouTube macht wegen 8 Sekunden so. Dieses Video geht 8 Minuten. Dieses Ding ist von 8 Minuten 8 Sekunden zu hören. Bruder, YouTube macht direkt so. YouTube nimmt alles, Bruder. YouTube nimmt ganze Geld, bald Penner unter Brücke, Digga. Wegen 8 Sekunden. Nee, danke, Alter. Finde ich cool, Digga. Dass der Typ, der 8 Sekunden in meinem Video zu hören ist, meine kompletten Einnahmen bekommt. Ja, Bruder, ich höre nie wieder dieses Jeremy Fragrance für Bundeskanzler. Ich habe die Idee, Bundeskanzler zu werden. Welche Idee hat der Typ eigentlich nicht? Was will er als nächstes werden? Astronaut? Ich sehe schon nächstes Video. Yo, Jeremy Fragrance, Astronaut. Ich habe die Idee, auf den Mond zu fliegen. Ja, okay, Bruder, mach. Kein Stress. Ich bräuchte kein Geld davon zu kriegen. Also ich verzichte aufs Geld. Ich würde die christlichen Werte nach vorne bringen, à la CDU. Und meine Strategie ist folgende. Wir werden eine starke Mitte haben, die unteren Leute mit einem sozialen Netz unterstützt. Okay, okay, okay. Linkspolitik habe ich keine Ahnung, habe ich abgewählt. Ich habe wirklich so viele Fragen. Erstens, warum kommt der Typ darauf, jetzt Bundeskanzler zu werden? Zweitens, die oberen Superreichen sollen nicht zu dekadent sein. Die Superreichen sollen nicht so dekadent sein. Ja, Bruder, er hat halt Rolex, er hat rote Ferrari. Nicht zu dekadent sein. Ja, kein Stress. Und drittens, Digga, warum hat er sich einfach in Minifigur die ganze Zeit in der Hand? Nee, also ganz ehrlich, bei der nächsten Wahl, glaube ich, wähle dich. Bin überzeugt. First date and she started vlogging. Bruder, ich glaube, die macht einfach Review von diesem Date. Bruder, die nimmt das einfach auf und sagt dann so, yo Leute, was geht? Bei 5000 Likes daten wir diesen Typen nochmal. Ich will die Kommentare sehen, Digga. Ich will wirklich die Kommentare sehen. Am Ende steht dann, nee, Bro, date den nicht. Der ist nicht cool oder so. Alter, Junge, so weit geht's noch, Alter. Ba, ba, ba. Wisst ihr, Konzerte? Ich war in meinem Leben, ich glaube, schon 3 oder 4 Mal auf einem Konzert und manchmal passieren Sachen auf einem Konzert, die halt einfach nicht normal sind. Und dann muss man das Konzert abbrechen und ich verstehe das so als Zuschauer, Digga, man steht dann halt so da. Was geht? Und man hat halt nichts zu tun und manchmal wird das Konzert abgesagt, weil es dem Rapper, dem Sänger oder keine Ahnung halt einfach scheiße geht, auf gut Deutsch, oder weil irgendwas anderes passiert ist, wie zum Beispiel Shirin hat Durchfall und bricht Konzert ab. Oh, das ist doch fake, Bruder. Das ist doch fake, Digga. Das ist doch safe fake. Bruder, ich guck in die Beschreibung von dem Video. Babsi macht Kaki. Oder ich weiß gar nicht, was lustiger ist, Digga, dass 98.000 Leute dieses Video geliked haben und wahrscheinlich 100.000 Leute denken wirklich, dass sie Durchfall hat oder dass da unten in der Beschreibung Babsi macht Kaki steht. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch. Blind ihr für 100 Euro lutschen? Ja. Crushen eine Party, ja, und du hast nichts zu sagen. So viel Alkohol im Magen und ich nehm sie mit in den Always.
Tight Whip, doch sie kennt das nicht, aber fühlt den Kick.